So, halli, hallo, hallöchen, meine lieben Kollegen und Zugucker und was weiß ich was. Wir sind hier schon wieder am Sterzchen und das Ganze diesmal auf dem Shakuras-Plateau. Ja, und das ist Yapemus gegen Xi PVZ auf Shakura Cross Position. Hervorragend. Ja, der gute Xi, der ist ja der Daniel, ja, der spammt mich ja täglich mit Millionen von Replays. Ich sag dir jetzt mal was, Junge. Ich habe jetzt mal hier eins seiner 20 Millionen Mails geöffnet, oder eine. Die anderen habe ich alle gelöscht. Nee, habe ich alle angeklickt, aber jetzt dieses eine nehme ich jetzt mal exemplarisch raus, weil du schickst einfach so viel. Ja, und jetzt nehme ich nochmal eins von dir und dann muss aber reichen erstmal hier. Da kommen erstmal wieder ein paar andere ran. Ja, als nächstes habe ich mir überlegt, hier vielleicht mal was vom Leusmann oder so. Oder von Lennart. Oder von Marke Daniel. Aber ich habe auch noch sehr, sehr viele alte Pre-1.5-Patch-Replays. Und da habe ich jetzt mittlerweile mal festgestellt, ich hatte ja immer gesagt, ich hatte immer dieses komische Geruckel beim Replaycast. Und da ist mir jetzt aufgefallen, dass alle Replays, die auf dem aktuellen Patch laufen, das läuft alles 1A-Sahne, wunderbar. Aber wenn ich ein Replay lade, was hier übrigens Xi weiß, ach ne, Yapemus, weiß ich, dass hier drüben gar keiner wohnen kann. Ja, ich sage das jetzt nicht nochmal, ihr wisst das. Und ja, alles, was vor Patch 1.5 als Replay hier geöffnet wird von mir, das ruckelt teilweise wie die Nacht. Könnt ihr ja vielleicht auch mal ausprobieren, ob das bei euch auch so ist, weil ich hatte erst irgendwie hier Prozessor, Board, Grafikkarte, Platte, irgendwie was alles in Verdacht, aber jetzt habe ich ja halt ein neues Board, neue CPU, mit dem AMD lief es halt so, mit dem Intel ist das das gleiche, also kann es daran ja schon mal nicht gelegen haben und dann die Platte habe ich auch gecheckt, das lief auch alles, die Grafikkarte ist natürlich auch hier außer Frage und ja, dann ist mir jetzt halt aufgefallen, jedes Mal, wenn ich einen Replay lade, was vor 1.5 ist, das ruckelt und alles, was danach ist, läuft Bombe. Ja, hier Gateway Gas und auf der anderen Seite Hatch, nein, Pool First. Queen kommt, wird also einen schnellen Speedling hier fabrizieren, der gute Xi. Der jetzt auch schon ausgeschlossen hat, dass sein Gegner hier ist. Ne? Also er weiß also, dass er da ist. Denn, ich sag's doch jetzt nochmal, hier auf Shakura kann man nur so cross-spawnen, so wie die jetzt. Oder nebeneinander. Aber nicht so, wie hier Yapemus gescoutet hat, übereinander. Das geht nicht. Das gibt's nicht, Leute. Das ist ausgeschlossen hier auf Shakura im One-on-One. Auf, ich weiß nicht, im Two-on-Two natürlich, da geht das. Oder halt natürlich auch im FFA kann man die Map ja auch spielen. Da muss das ja so gehen. Oh, hier, Xi mit einem schnellen Roach-Warren. Bringt er noch eine Echse mit dabei, weil die Queen, ne, die rennt ja erstmal runter. Ja, was man ja auch mittlerweile festgestellt hat, oder was man eigentlich feststellen sollte als Sergi-Spieler, auch in den unteren Ligen, sage ich jetzt mal, dass wenn man diesen schnellen Roach Warren spielt, man kann durchaus auch eine Echse damit spielen. Also Hedge First geht, gar kein Problem, aber jetzt gibt es ja erstmal Fat Roaches. Dann kommen die zwar, weiß ich nicht, 10, 20 Sekunden später, aber man kann halt hier die Hedge durchaus stellen. Probiert's mal aus. Und ja, was kann er hier drüben entgegensetzen, der feine Herr Protoss? Der hat hier ein Gateway, ein Berzi, steht hier in der Choke. Aber wenn da gleich 5.000, 6.000 Krabbelkäfer angerast kommen, dann wird's da schon schwierig. Ja, diese hässlichen hier. Leider auch keine Moonwalk Roach dabei. Ist übrigens noch nicht ein einziges Moonwalk Roach T-Shirt verkauft, Leute. Ihr wolltet das unbedingt haben. Jetzt haben wir das Bild gemacht und jetzt gibt's noch nicht einen einzigen, der es gekauft hat. Ich könnte schon wieder heulen. Mann, oh. So, 6 Roaches hier. Staxeln über die Map hier an der Palme vorbei. Schön. So, was hat er jetzt hier drüben? Berzi Stalker. 3 weitere Gateways. Zweites Gas. Zerg. Oh. Too many Roaches. Ja, ein Berzi ist schon hinüber. Eine Roach geplatzt. Ah, die Gateways gehen auf. Das könnte er vielleicht nochmal halten. Hier, wenn er mal ein bisschen Micron würde, hier der Yapemus. Ah, oh, schade. Gecancelt. Aber er schickt hier keine Reinforcements nach. Er hat jetzt die Echse hier gebaut, der Xi. Ah, kitet hier nochmal so ein bisschen die Berzis. Stalker wäre hier die bessere Wahl gewesen gegen Roaches. Toll, kriegt dann ja noch keine Bersen, Junge. Du musst doch Stalker bauen. Ja, super, einmal raufgehauen, schon wieder Schrott. Mano.
Ja, jetzt kommt er hier mit seinen Workern an. Nochmal ein Berzi, bau doch Stalker, Junge. Das ist doch scheiße. Ja, die kaputte natürlich ganz hinten jetzt natürlich auch ätzend. Aber jetzt kriegt die auch auf den Kopf. Der Berzi will auch einen draufhauen hier vorne. Jetzt baut der Stalker. Viel zu spät. Ja, und jetzt geht's hier drauf auf die letzte Roach. Da muss er gleich erstmal hier wieder ein paar neue Stromhütten bauen hier. Habe einiges an Workern schon gekillt. 10 Stück sind jetzt hier schon Schrott. Und jetzt gibt's hier Speedling. Nein, Zergling Reinforcement. Speed Upgrade ist noch nicht durch. Aber jetzt gibt's hier schon wieder den Schlitzbersen. Das macht er gut hier, der Japemus. Hat gleich wieder die Butze dicht gemacht. Ah, bin ich mal gespannt. Ja, er lässt die auch schön rein. Und dann kommt der Berzi wieder zack auf Hold. Das macht er gut. Kann man gar nichts gegen sagen. Aber er sieht ja auch, was hier kommt. Er hat den Watchtower hier die ganze Zeit im Beschlag. Deswegen hat er ja auch gesagt hier, too many roaches. So, so jetzt wird hier wieder angeschlossen, hier oben und unten. Und der Zerg hat jetzt gleich seinen Speed durch und bleibt hier auf Speedling und Roaches. Auf T1 ist er, relativ wenig Worker auch hier nur am Start. Wir gucken mal, ja, 16, 16. Also der Protoss ist noch ziemlich gut dabei, hat ja auch noch ein Gas hier mit einem Worker saturiert, das reicht. Das reicht. Zwei Sentries, hier Forge und jetzt hat er hier halt Speed durch. Und er weiß ja, wie gesagt, ganz genau, er sieht ja hier, was Sache ist. Oh, da kommt gerade im Radio dieses River-Lied hier, dieses... Dieses hier. Mit dem River, wisst ihr? Dieses komische da. Schön das River-Video. River-Cola gibt's bei Aldi, oder? Gibt's das noch? So, Forcefield, jawohl. Von Japemus. Das macht er hier gar nicht schlecht. Oh, er rettet hier sogar noch den Bersen. Tja, hat er nicht mit gerechnet hier, der Xi. Ah, Japemus ist auf der Hut. Und wieder Forcefield. Das macht er jetzt gut hier, muss man sagen. Jetzt gibt es hier vorne auch nochmal ein paar Kanönchen. Ah, die Speedlinge machen Pause, stehen in der Ecke und glotzen ein bisschen aus der Wäsche. Und zwar dumm. Ah, und nochmal die Rotches. Komm, wir gucken nochmal. Wir sind jetzt immer einer weniger geworden, aber wir gucken nochmal hoch. Wir kriegen nochmal auf den Kopf hier. Und schon wieder alles Schrott. Oh, das Micro. Jetzt ist er da, hier der Japemus hier. Alle Roaches down und das Forcefield aus der Hölle. Japemus hier, meine Güte. Jetzt zeigt er mal ein bisschen was, was er hier kann. Ja, was ist das denn hier? 60, 80 APM. Ah, das hat mir jetzt richtig gut gefallen. Habt ihr gesehen? Den Bersen immer schön weg im Micro. Die Force Fields waren gut. Ah, ein bisschen übertrieben jetzt hier mit zwei Kanonen. One Base. Es gibt hier drüben noch mehr Linge. Ah, T2, weiteres Gas. Zerg. Ah, hat er eben nochmal ein paar Worker gebaut. Ja, ist jetzt hier von 16 auf 22. Baut jetzt weitere Workerchen. Und der Protoss muss dann auch langsam mal hier aus seiner Butze hier raus. Zerg mit 1000 Overmans. Könnte sich gleich nochmal ein, zwei Hedges nehmen. Beziehungsweise eine Echse Makro-Hedge. Ah, dann muss er jetzt raus. Darf sich hier nicht so lange One-Base halten lassen. So, Evo kann man noch bei Zerg. Protoss, du musst raus, Junge. Komm. Ah, hier auch jetzt Worker, hier auch das zweite Gas jetzt wieder saturiert. Junge, du musst rausgehen aus deiner Bude. Zerg droht und droht und droht. Er ist dabei zu enteilen. So, Chronoboost jetzt wofür? Ah, Halluzination. Der Halluzination hier für der Zerg, Protoss. Ja, und Zerg macht jetzt auch ganz gut hier ein bisschen Overlord, hier ein bisschen Vision mit den Watchtowern, also Map Control jetzt gewechselt von Protoss zu Zerg und jetzt gibt es hier erstmal schönen Spire. Plus 1 Armor. Oh, actually got a surprise for you. Der Protoss hat ein Geschenk für Zerg. Na, da bin ich aber mal gespannt. Schön, ein Geschenk. Ja, wir bestimmt hier mit Halluzinationen den Xi verarschen irgendwie. Oh, really? Die T's are cool. Ja, Xi meint, es würden wohl die T's gleich kommen, aber da ist hier nichts in Bau von. Also nicht dran zu denken, er hat jetzt hier den Robotics-Tech angeschlagen und nicht eben Twilight und Dark Shrine. Ja, und übrigens hier der gute Blackie, Daniel hier, ich brauche euch am Samstag eventuell wieder für den Alien Invasion Cup als Admins.
Seed System kann mir jetzt aktuell erstmal nur freitags helfen, aber da werde ich euch nochmal ansprechen. Und der gute Blackie schreibt mir auch gerade im Facebook, er hat mal wieder ein paar Legendaries für mich im Diablo. Ja, Overlord stirbt erstmal. Und dann nochmal was richtig Gutes an den guten Alex. Dem habe ich ja letztens auch eine signierte Rapid-Share-Tasse. Oh ja, one minute more and I got the surprise. Total cool. Ja, der Daniel hat mir eben hier heute mal eben so nebenbei, er meinte, er hat wieder für 150, 200 Euro Scheiße in Diablo verkauft. Hat er mir mal eben Battlefield 3 Premium geschenkt. Super gut, super gut, super, super, super gut. Vielen, 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 vielen Dank. Ja, jetzt gibt's erstmal gleich das Geschenk von Japemus. Aber ich glaube erstmal, das ist ein viel größeres Geschenk, was hier angeflogen kommt. Nämlich die Mutalisken. Ja, ich werde bald mal wieder Battlefield spielen. Also ich habe Bock, es zu zocken, aber ich habe gerade aktuell nicht so die Zeit. Ihr wisst es, 3, 4 Cups die Woche. Dann am Wochenende bin ich ja hier beschäftigt, ja. Und ja, ich werde aber bald mal so einen Community-Abend machen. So ein bisschen Battlefield 3, aber ohne Stream. Ihr wisst, das lässt sich nicht so super streamen. Ja, jetzt sind die Mutalisken drin. Der Protoss will exen und muss jetzt wieder schön zurückrennen. Und ja, dann werden wir mal ein bisschen Battlefield zocken. Irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen. Aber auf jeden Fall super Bock drauf, jetzt wo ich auch hier schön dick Grafikkarte habe, schön auf Ultra, schön hochgestellt, hier läuft. Die Mutalisken sind am Start, plus 1 Missile Attacks für die Roaches, hat er mittlerweile da mal den Speed erforscht, nö. Ja, man kann über den Daumen sagen, Doppelsupply bei Zerg mit den Mutalisken, hält er ihn jetzt natürlich weiterhin hier schön in seiner Basis. Immerhin auch nochmal ein plus 1 gleich durch. Und ja, was ist denn das Geschenk jetzt hier von Protoss, was ist denn da, was hat er denn nun? Ich kann nichts erkennen hier von Protoss. Ein paar Persen vielleicht? Naja, so ein Geschenk sind die nicht. Die 3, 4 Stalker hier, ein paar Sentries. So gut, der hat Halluzinationen. Ja. Aber was macht er damit? Keine Ahnung. Ja, 123, 66. Die Echse wird jetzt hier gleich fertig. Aber mit den drei Workern, die er hier hat, hier 20 jetzt mittlerweile Schrott. Die Worker, die Mutalisten haben natürlich ordentlich Action gemacht. Jetzt gibt es hier nochmal ein paar Kanonen. Overseer kommt. Ah, da geht vielleicht nicht mal einer kaputt. Ein, zwei Hits mehr. Exe steht. Sentries, die Bersen. Ja, macht er jetzt hier nochmal so ein Verzweiflungs-Go? Oder kommt Zerg jetzt hier nochmal raus mit dem Rest an Schlotze, was er hier noch stehen hat? Speedling Roach. Ah, Speed kommt jetzt. Nein, Tunneling Claws. Ah, und Burrow. Will er sich also reinsneaken mit seinen Sneaky Roaches, wie der gute Galeun immer sagt. Oh ja, jetzt hier mal ein Koloske. Gedings. Macht immer sehr viel Sinn, dass in der Nähe von einem. Naja. Und dann vor allem auch, wenn man damit noch einmal komplett über die Map rennt. Aber er macht bestimmt gleich noch ein paar mehr. Hat er hier schön Sentry, Bersen hier. Das macht er jetzt nochmal wieder gut, der gute Japemus. Hat ein paar gute Ansätze hier gezeigt. Die Force Fields vorhin waren sehr, sehr schön. So, jetzt nochmal alles anklicken hier, schnell. Ah, schwupp. High-End-APM aus der Hölle. Ah, die Kolossstrahlen sind natürlich nur der reine Fake. Die Stalker stehen alle hinten. Ah, nochmal ein Forcefield. Die sind gar nicht so verkehrt. Aber jetzt kommen die Mutalisken noch mit da drei. Ah, das klappt nicht hier. 40 Supply. Ach, 120, 30. Das war alles schon wieder Schrott hier bei Protoss. Alles Schrott. Ja. GG. Zerg are so OP. Has left the game. Ja. Ja, mit den Halluzinationen hätte man es natürlich auch noch ein bisschen besser machen können, indem man halt hier so ein paar Immortal halluziniert. Die haben sehr viel Hitpoints, gut, Kolosse auch. Aber dann mit den Immortalen halt vorne, die tanken halt viel mehr, als wenn einfach nur die Kolosse von hinten, die sowieso nur Show sind, reinlöten und das ganze andere Geklumpe vorne steht. Ne? Dann bringt das ja nichts. Naja, egal, das war Xi gegen Japemus. Wie gesagt, Daniel, ich habe deine ganzen Replay-Mails hier erstmal in die Tonne gehauen. Ja, das waren bestimmt 20 Stück. Immer ganz tolle Titel hier, SC2 Replay LOL, Metagame, Megusta, Juhu, Kenrush abgewehrt, Tralala, TVP, OP, Bala. Ich habe jetzt mal einfach das hier genommen, das
reicht dann auch erstmal. Es gibt schon einen oder anderen, der sich immer beschwert, dass ich manche Leute so oft zeige und dann sein eigenes Replay von dem ein, das bleibt immer hier übrig und dann. Ja, dann halt wie gesagt die Geschichte, alles was Pre-1.5 ist, werde ich jetzt auch an Mails. Da werde ich erstmal alle Mails öffnen, alle Replays runterladen und dann werde ich sie alle einzeln angucken. Und dann werde ich, so leid es mir tut, alles was Pre-1.5 ist, werde ich löschen, weil ich habe keine Lust auf dieses ruckelige Gelöt. Ja, ihr könnt es bei euch ja auch mal testen, ob das bei euch auch so ist, so ein altes 1.5er vor 1.5 Patch Replay. Wenn ihr euch das anschaut, wenn ihr aufnehmt dabei mit Fraps oder sowas. Ich glaube, wenn ich sie mir so normal angucke, ruckeln die nicht so. Aber mit Aufnahme ruckeln die auf jeden Fall wie die Sau. Alles, was nach 1.5 ist, läuft einwandfrei. Und ja, das so viel dazu. Guckt mal in den T-Shirt-Shop. Ich werde nochmal den Link hier runter rein posten in die Videobeschreibung. Das soll es bis dahin erstmal gewesen sein. Danke fürs Zugucken hier. Schön, Xi gewonnen hier. Und die Forcefields waren gar nicht schlecht hier auch. Ja, Pemus. Guter Spieler. Oh, hier sogar noch ein Hydralisk mit dabei. Habe ich ja gar nicht gesehen hier. Hydralisk. Okay, also bis gleich. Auf Wiedersehen.